Was den Unify USW Pro Max so besonders macht, wie man ihn konfiguriert und welche Einstellmöglichkeiten ich im Gerät habe, genau das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um dieses Gerät hier und zwar den Unify USW Pro Max. Ein wirklich Layer 3 Switch, der ein bisschen mehr Bums hat als manch anderer Switch und das neue Ether Lighting hat. Und wir werden uns in diesem Video mal ein bisschen anschauen, was kann der Switch, was gibt es für Möglichkeiten, welche Anschlussmöglichkeiten habe ich etc. etc. Wir werden ihn einmal zusammen konfigurieren und einmal anschauen, welche Möglichkeiten ich habe. Ich werde auch nochmal ein, zwei Unify-Geräte anschließen und ich werde euch endlich das neue AA-Feature von Unify zeigen können, weil es endlich mal funktioniert. In der Vergangenheit hat es leider nie gut geklappt, aber jetzt hat es zum Glück funktioniert und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. An dieser Stelle vorweg schon mal einen großen Dank an Dominik. Der hat mir nämlich freundlicherweise diesen Switch ausgeliehen. Falls ihr irgendwie auch größere Unify-Projekte habt, wo ihr sagt, hey, ich brauche da mal irgendwie einen Experten an der Hand, kontaktiert gerne Dominik. Den Link zu seiner Firma habe ich unten eingefügt. Also falls ihr da irgendwie welche größeren Projekte habt, gerne bei ihm vorbeischauen und ihn dann gerne mal kontaktieren. Und an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank für den Switch, dass ich euch den hier heute mal zeigen kann. Ich erzähle euch ganz kurz mal ein paar Key Facts, die meiner Meinung nach diesen Switch so besonders machen. Und zwar haben wir einmal hier einen Layer 3 Switch mit Ether Lighting. Das heißt, der Switch leuchtet bunt wie ein Weihnachtsbaum, sage ich mal so. Ist aber an gewissen Stellen wirklich sehr sinnvoll und wir werden uns gleich auch nochmal anschauen, welche Farbmöglichkeiten ich da habe und was ich dann mit dem Switch oder mit diesem Ether Lighting alles kann. Dann Datendurchsatzrate haben wir hier zwei 10G SFP Plus Ports. Das heißt, ich hätte hier ganz einfach die Möglichkeit, auch einfach eine Netzwerkfestplatte anzuschließen oder auch einen weiteren Switch über 10G anzubinden oder auch eine Dream Machine Pro etc. etc., sodass ich hier wirklich den vollen Datendurchsatz nutzen kann. Zusätzlich kann ich am Unify Pro Max auch 180 Watt PoE Power anschließen. Das heißt, ich habe hier sowohl PoE Plus als auch PoE Plus Ports. Was man dafür Möglichkeiten hat, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und es gibt verschiedene Installationsmöglichkeiten. Also ich kann ihn in zwei unterschiedlichen Arten installieren. Auch das werden wir uns gleich näher im Detail reinschauen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie der Switch wirklich vom Nahen aussieht und welche Möglichkeiten ich da am Switch habe. Die Vorderseite des Unify USW Pro Max ist natürlich die interessanteste, deswegen schauen wir uns die jetzt hier mal Schritt für Schritt an, damit ihr wisst, was sich am Switch wo befindet und was ich für Möglichkeiten habe. Zunächst einmal sei dazu gesagt, dass der USW Pro Max keine integrierten Lüfter hat, sodass man an der Oberseite so leichte Lüftungsschlitze sieht und somit natürlich ein Betrieb sehr, ich sag mal, leise vonstatten geht. Ist immer die Frage, wo man das braucht, ob das sinnvoll ist. Finde ich aber gut, dass Unify da auch so ein bisschen drauf achtet. Wenn wir jetzt an der Vorderseite starten, wir starten ganz links mit dem 1,3 Zoll großen Display. Ich denke mal, der ein oder andere von euch wird das ja von dem Unify switchen oder auch von einer Dream Machine etc. von anderen Gateways kennen. Ist letztendlich das gleiche Display. Da kann man dann entsprechende Informationen sich abrufen. Alles über Touch. Das funktioniert wunderbar. Dann haben wir Port 1 bis 12 und das sind letztendlich die normalen Standard-Ports mit 1 Gigabit und wir haben hier ein PoE Plus Möglichkeiten. Das heißt, ich kann hier letztendlich ganz normal PoE Plus Geräte anschließen und die dann über diesen Switch mit Strom und mit Daten versorgen. Dann die letzten vier Ports, das ist quasi Port 13 bis 16, das sind 2,5 Gigabit Ports, also auch ein bisschen schneller und hier habe ich zusätzlich die Möglichkeit auch noch mehr Power rauszugeben, das heißt es sind vier PoE Plus Ports, da kann ich dementsprechend auch größere Versorger mit anschließen, wenn ich eine größere Kamera zum Beispiel habe, die ein bisschen mehr Saft braucht oder vielleicht auch ein weiterer Switch, den kann man da natürlich dann auch mit anschließen. Wenn wir dann weitergehen, rechts haben wir noch zwei 10G SFP Ports, sodass ich auch hier die Möglichkeit habe, die irgendwie auch zu stacken oder zum Beispiel ein Switch Aggregation Switch dahinter zu hängen, sodass dieser dann letztendlich auch die Datendurchsatzraten liefert, die ich an dieser Stelle brauche. Dann auf der ganz rechten Seite, neben dem Sticker von dem Kollegen, gibt es unten rechts noch einen Reset-Knopf, um den Pro Max entsprechend einmal zurückzusetzen, wenn man einmal was machen möchte oder den einmal auf quasi Werkseinstellung zurücksetzen möchte, kann man das an dieser Stelle einfach unten tun. Die Rückseite vom USW Pro Max sieht eigentlich ziemlich unspektakulär aus. Es gibt genau einen Anschluss und der ist für die Stromversorgung, um mit dem mitgelieferten Netzteil, was so aussieht, letztendlich den Switch mit Strom zu versorgen. Wir haben hier 210 Watt Netzteil und auf der anderen Seite gehe ich dann ganz normal mit Kaltgerätstecker rein und kann dann entsprechend den Switch so mit Strom versorgen. Ihr habt ja gerade schon einen ersten Eindruck bekommen, wie groß eigentlich das mitgelieferte Netzteil von dem USW Pro Max ist.
Das liegt natürlich daran, dass hier natürlich viel PoE-Power benötigt wird und man dann ein entsprechend großes, dimensioniertes Netzteil braucht. Das Coole ist, beim USB Pro Max kann man unterschiedliche Mounting-Optionen sich anschauen und den unterschiedlich installieren. Und das will ich euch mal kurz ein bisschen hier live demonstrieren. Zum einen kann man auf der Seite sehen, haben wir hier so kleine Klappen, die sehen wir hier, die könnte ich quasi so aufmachen und könnte den dann entsprechend mounten und dann entsprechend hier eine Blende mit dran machen. Ich kann die wählen, ob ich die hier vorne dran haben will oder entsprechend hinten. Oder ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich den Switch mal auf den Kopf stelle, dass ich hier unten auch die Möglichkeit habe, diese Blenden so reinzumachen. Das ist jetzt bei den Blenden nicht möglich, weil das nur die Blenden sind, die quasi zum 19 Zoll Betrieb geeignet sind. Aber es gibt hier noch mitgeliefert zwei weitere, die ich hier quasi reinstecken kann und dann einfach hier an der Seite festschraube und damit dann letztendlich auch so ein Mounting möglich ist, wenn ich es zum Beispiel auf dem Desktop oder irgendwo auf dem Tisch schrauben will, dann kann ich das da nutzen. So, wir schrauben jetzt erstmal hier an der Seite den einen Mounting dran, also das eine Rack-Möglichkeit. Dazu einfach hier stellen wir das dran, dann habe ich hier meine entsprechenden Schrauben vorbereitet, schraube das hier einmal mit meinem Schraubendreher einmal rein, dass man sieht, okay, da ist jetzt, das ist jetzt fest, so. Das Ganze machen wir natürlich auch mit der zweiten Schraube eben einmal. Und da habe ich wirklich super einfach Möglichkeiten, meinen Switch in einem Rack zu platzieren. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier beide Abdeckungen schon abgemacht haben, weil wir wollen hier das Netzteil unterbringen. Wenn man sich den Switch ja so anguckt, ist der ja nicht wirklich 19 Zoll fähig. Aber es gibt hier ein cooles Zubehör, das kann ich hier dran schrauben und dann wird er nämlich 19 Zoll fähig. Den mache ich einfach hier mal rein und dann drehen wir quasi hier auch wieder die vier Schrauben einmal rein. Das mache ich einmal ganz kurz. Jetzt sehen wir hier, habe ich alle Schrauben entsprechend angeschraubt. Wichtig zu wissen, dieses Zubehörteil ist optional. Also das ist nicht beim Switch mit dabei. Das müsst ihr zusätzlich bei Unify erwerben. Aber ich habe euch den Link dazu auch nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. So, dann haben wir jetzt quasi, wie man das guckt, das ist jetzt quasi 19 Zoll, wenn ich es ein bisschen nach hinten packe. Das passt soweit. Wir müssen natürlich jetzt überlegen, wie kriegen wir das Netzteil noch unter. Und dazu gibt es hier, ich schiebe den Switch einmal nochmal nach hinten, gibt es hier so eine komplette Box. So, die kann ich einmal so aufmachen. Dann sehen wir, darunter kommt was zum Vorschein und zwar hier so eine Halterung für das Netzteil. Und wenn ich das Netzteil jetzt mal nehme, kann ich das hier wunderbar reinbauen. Das heißt, ich drücke das hier einfach nur runter. So, und dann haben wir hier auf der Rückseite kommt dann letztendlich der Kaltgerätestecker raus und ich kann hier ganz einfach das hier so ein bisschen drum wickeln und dann passiert da eigentlich auch nichts. Dann ist das alles wunderbar hier verdrahtet. Ich drehe das jetzt hier einmal kurz rein. Jetzt sehen wir hier, ist das Kabel sauber verbunden. Jetzt kann ich hier oben einfach das Kabel wieder rausführen. So, und das dann entsprechend hier einmal reindrücken so ein bisschen. Da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, dass man das hier so reinbekommt. Dann klackt das einmal so ein bisschen. Hat Unify, finde ich, auch sehr gut gelöst hier. Dann drücken wir das Ganze so ein bisschen rein. So, und jetzt haben wir diese ganze Box als Ganzes. So, und die kann ich jetzt einfach hier, wir sehen wir an den Seiten, diese Löcher, die kann ich einfach hier jetzt quasi an der Innenseite einmal reinklicken. So, und dann macht es einmal klack. So, einmal so und dann klack und dann ist das Ganze schon drin und hier kann ich wunderbar auf der Rückseite jetzt das Power entsprechend anschließen und habe so wirklich ein Komplettset, was ich so fürs Rack nutzen kann. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will es auch mal wieder abbauen, dann gibt es hier an der Seite auch nochmal so Möglichkeiten. Hier sehen wir so kleine, Druckknöpfe, die sind auf beiden Seiten, die muss ich einmal hier beidseitig drücken und dann kann ich das so ganz einfach wieder rausziehen und wieder umbauen. Und damit im Rack auch nichts passiert, habe ich am Ende hier noch die Klappe, die ich oben einmal letztendlich hier so reindrücke und dann einmal festmache und dann ist das wirklich auch vor Staub geschützt und kann das wunderbar so ins Rack einbauen. Ich habe den USB Pro Max jetzt mal an den Strom angeschlossen und wir sehen hier gerade schon die Booting-Sequenz. Sieht wirklich sehr cool aus mit dem Ether Lighting von Unify. Ich persönlich bin ja auch nebenbei noch, ich sag mal, Lichtmensch und da muss ich sagen, sieht das schon ganz nice aus, wie das hier wirklich in allen Farben leuchtet und das werden wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Das Coole ist, was mir gerade aufgefallen ist, ich werde jetzt den USB Pro Max oben an meinen Cloud Gateway Max anschließen, was auch 2,5G hat. Das heißt, wir können hier schon eine Verbindung herstellen mit 2,5G und ich werde gleich noch weitere Unify-Komponenten anschließen. Aber ich würde sagen, ich verkabel das jetzt erstmal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Die
physikalische Verbindung ist jetzt hergestellt zwischen meinem Cloud Gateway Max und dem USB Pro Max. Ich habe das Ganze auch über 2,5G direkt angeschlossen, um auch zu testen, wie das so funktioniert. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein in die Software und schauen uns mal an, wie wir den USB Pro Max jetzt konfigurieren können. In der Konfigurationsoberfläche von Unify seht ihr jetzt hier, dass der USB Pro Max 16 PoE quasi schon erkannt worden ist. Ihr könnt diese Seite über unify.ui.com erreichen, euch da einfach mit eurem Unify-Account anmelden und dann seht ihr quasi auch schon hier die Möglichkeit, die Sachen zu konfigurieren. Wenn ihr hier auf Unify Devices geht, könnt ihr da letztendlich den Pro Max direkt adaptieren. Ihr könnt hier sagen, click to adapt, oder ihr könnt direkt hier oben sagen, add dieses Devices, das hinzufügen, und dann wird der letztendlich mit dem Netzwerk hier hinzugefügt und das dauert dann immer 1-2 Sekunden, bis der adaptiert ist. Es kann auch sehr oft der Fall sein, dass dann noch neue Firmwares nachgeschoben werden, weil das ja öfters so ist, wenn ihr dann Produkte von Unify kauft, die vielleicht ein bisschen im Lager liegen und es dann natürlich vorkommen kann, dass in der Zwischenzeit schon wieder eine neue Firmware-Version für diesen Gerätetyp rausgekommen ist. Das heißt, der wird sich jetzt ganz hier erstmal eben einmal adaptieren an meinem Gateway Max und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Alles ist aktualisiert, der USB Pro Max hat sich jetzt das neueste Firmware-Update noch gezogen, ist jetzt up-to-date und dann läuft soweit alles. Wenn ihr diese Etherlighting-Geschichten nutzen wollt, kann ich euch empfehlen, gibt es von Unify auch so spezielle Etherlighting-Kabel, die letztendlich so durchsichtige Stecker haben, damit man am Port selber besser das sehen kann und da natürlich auch die Farben besser rauskommen. Gibt es in unterschiedlichen Längen, Größen, es gibt ein 24er Pack, also da könnt ihr ja diese Sachen auch nutzen. Wir steigen jetzt einmal rein, springen einmal kurz in den USB Pro Max rein. Dazu klicke ich einmal hier drauf und wir gehen einmal hier rechts in den Port Manager. Hier sehe ich übrigens noch PoE Power and Use. Aktuell ist noch nichts angeschlossen, aber das ändern wir gleich nochmal. Ich klicke jetzt hier einmal auf Port Manager und dann sehen wir hier die Übersicht von allen 16 Ports inklusive der beiden SFP Ports. Es gibt hier eine Farbrichtlinie, welche Geschwindigkeit auf welchem Port läuft, das kann man mal sehr gut erkennen. Wir haben jetzt hier 2,5 Gigabit Ethernet hier auf dem Anschluss zum Cloud Gateway Max und ich habe hier oben die Möglichkeit, allgemeine Einstellungen vorzunehmen, unter anderem auch dieses Etherlighting. Da kann ich hier jetzt meine Farben definieren, die ich entweder für die Geschwindigkeit haben will oder auch wenn ich ein WLANs habe, kann ich mir hier anzeigen lassen, welcher Port jetzt in welchem WLAN hängt. Ist sicher bei größeren Installationen sehr hilfreich. An dieser Stelle nur ein kleiner Tipp, wenn ihr hier die Farben ändert, kann es teilweise bis zu 2-3 Minuten dauern, bis der Switch dann wieder voll funktionsfähig ist. Da ist Unify immer noch nicht so ganz so schnell, wie ich finde. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal im Hinterkopf behalten. Wir haben hier auf der Unterseite noch dieses Breathing Mode. Das ist so ein bisschen so eine Art pulsierender Lichtschein, der dann so ein bisschen zeigt, okay, da ist jetzt gerade Aktivität auf dem Port. Und sonst haben wir hier klassische, die Global Switch Settings. Wir haben hier auch die Möglichkeit, das Display noch einzustellen. Können das hier rotieren in 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad. Können hier die Brightness einstellen, also die Helligkeit. Und auch sowas einstellen wie Nachtmodus, dass dann von 22 bis 8 Uhr die Displays einfach ausgehen, um da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen Strom zu sparen. Dann gibt es dann auch hier Rack Multiview Synchronization und dann kann man hier letztendlich die ganzen Screens einmal synchronisieren und dann hat man, wenn man mehrere Switche im Rack hat, nur einmal die Möglichkeit, das einzustellen und dann synchronisiert sich das alles automatisch. Wenn ich jetzt auf einen Port selber draufklicke, also zum Beispiel Port 16, habe ich hier auch weitere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel einmal sagen Locate und dann blinkt letztendlich der Port und dann sehe ich, okay, das ist jetzt, dieser Port am Switch ist jetzt bei 16 Ports nicht so ausschlaggebend. Wenn man aber 48 Ports hat und sagt, okay, ich will jetzt gerade wissen, wo hängt der wirklich dran, kann ich das hier einfach einstellen und sagen, lokalisiere mir das. Dann gibt es hier auch noch die Möglichkeit, den Port auf aktiv oder deaktiviert einzustellen, restricted und was jetzt auch neu ist mit der neuen Produktlinie in Richtung Pro Audio, dass man sagen kann, okay, ich will diesen Port zum Beispiel für einen Lautsprecher nehmen oder für einen Verstärker, dann kann ich hier Pro AV auswählen, genauso wie ich hier auch sagen kann, okay, PoE an oder aus und weitere Switching-Möglichkeiten, die ich hier einstellen kann, Mirroring, Aggregation etc. etc. Aber das kennt ihr ja in der Regel auch schon von allen anderen Unify-Geräten. Also da hat man hier eigentlich nicht mehr so viele unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Jetzt würde ich sagen, schließen wir doch nochmal ein paar PoE-Geräte an den USB Pro Max an. Dazu habe ich hier mal den kleinen Flex Mini 2,5G am Start. Den stöpsel ich hier einmal dran. Und wir haben auch noch hier so eine kleine Ultra-Dome Indoor-Kamera, die ja jetzt nur über 1G oder ein Gigabit läuft und die würde ich jetzt auch einfach mal hier an den vorderen Port anschließen, weil da brauchen wir ja keinen 2,5G und wir sehen jetzt hier, der Flex Mini 2,5G wird dann letztendlich über den USB Pro Max mit Strom versorgt und wir schauen uns jetzt mal einmal kurz nochmal an, was das in der Software bedeutet, beziehungsweise was ich da für Möglichkeiten habe. Als ich beide Geräte gerade angeschlossen habe, gab es lustigerweise bei der Kamera einen Fehler hier auf dem Port mit dem
Spanning Tree Protokoll. Also ihr könnt hier auf den Ports Spanning Tree, wenn ihr hier auf manuell geht, entsprechend einschalten und dass die dazu da, dass der Datenverkehr entsprechend auch richtig geroutet wird. Wenn ihr jetzt so einen Fehler habt, dann könnt ihr den ganz einfach beheben, indem ihr hier einfach auf die Topologie geht und da euch einmal das STP anzeigen lasst. Das könnt ihr einstellen, indem ihr hier oben einfach auf die Display Options geht. Da könnt ihr jetzt quasi mit dem neuen Update auch die Labels einschalten, wo ihr sehen könnt, okay, auf welchem Speed läuft denn gerade der Port und an welchem Port sind die Sachen angeschlossen. Unter anderem könnt ihr dann da auch die STP-Priorität einstellen, beziehungsweise sehen. Und wenn ihr jetzt hier euch das anschaut, dann sehen wir hier, hat der USW Pro Max und der USW Flex 2.5G die gleiche STP-Priorität. Das heißt, wir stellen diese jetzt einfach um, klicken dann da einfach hier auf die Settings und wählen hier bei Priorität zum Beispiel einmal 4096 aus und klicken dann hier auf Apply Changes und dann habt ihr damit letztendlich das Problem schon behoben und das Gerät kann ganz normal starten. Ich habe das Licht hier im Studio gerade mal so ein bisschen runter geregelt, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Hier sehen wir jetzt ja wunderbar dieses Ether Lighting und wir sehen zum Beispiel hier an diesen beiden rechten Ports, dass das grün leuchtet. Das hatten wir eingestellt, dass da 2.5G drauf läuft und hier links zum Beispiel in Violett dann die 1G. Also kann man dann ganz einfach auch sehen, was denn da wo durchläuft. Jetzt möchte ich euch noch ein weiteres cooles Feature zeigen, was es schon lange gibt, was bei mir bisher aber nie gut funktioniert hat. Und das ist das AR-Feature, was ich über die Unify-App nutzen kann. Wir sehen jetzt hier die Unify-App und ich habe jetzt hier das Cloud Gateway Max mal ausgewählt und klicke dann hier mal auf AR und dann kann ich anfangen, hier einmal mein Switch einmal einzuscannen und dann schaltet er automatisch um auf diesen Scan-Modus und wir sehen jetzt hier Scan DAA-Pattern, dann habe ich hier dieses Pattern, ich drehe es einmal zur Seite, damit man es erkennen kann, so, damit er es fokussieren kann und dann sollte das funktionieren. Genau, jetzt hat er den Switch erkannt und jetzt kann ich hier AR-mäßig sehen, okay, welche IP-Adresse hat er zum Beispiel und kann hier wirklich genau sehen, okay, an dem Port ist jetzt der G5 Dome Ultra angeschlossen, an dem der USW Flex 2.5, hier das Cloud Gateway Max und kann wirklich ganz genau sehen, was jetzt hier wo auf den Ports passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mehrere Switch übereinander hätte, könnte ich dann da auch die Sachen wechseln oder ich könnte hier auch konkret mal nach einem suchen und dann würde er mir hier anzeigen, okay, da hängt jetzt gerade der G5 Dome Ultra drauf und da sieht man halt schon wieder irgendwie, das ist eine coole Technologie und macht auch wirklich echt Spaß, hier auch entsprechende Sachen sehen zu können. Also das hat Unify wirklich richtig gut realisiert und ich freue mich endlich, dass ich es euch endlich mal zeigen kann. Jetzt fragt ihr euch sicher, okay, der USW Pro Max hat ja viele coole Features, ist auch nicht gerade ganz günstig. Für wen ist er denn jetzt eigentlich geeignet? Ich muss dazu sagen, für die Leute ist der Switch auf jeden Fall geeignet, die sagen, okay, ich brauche ein bisschen mehr Power im Netzwerk, ich will wirklich große Sachen übertragen, ich will eine große Datenübertragung haben. Durch die 10G-Anbindung kann ich den ja super in meinen Verbund aufbauen und zum Beispiel auch einfach eine Netzwerkfestplatte, eine NAS mit in das System integrieren, was ich vielleicht über 10G oder über 2.5G anschließen kann. Zusätzlich habe ich auch hier die nötige Power für meine PoE-Geräte, sodass ich auch das ganze Netzwerk wunderbar dann über diesen Switch mit Strom versorgen kann. Ich sehe es aber auch so, dass diese Pro Max Serie wirklich auch für den Professional-Nutzer ist, der wirklich große Anforderungen hat, der wirklich viel machen will. Aber ich muss sagen, ein gutes Komplettpaket, was man hier bekommt und auch diese Geschichte mit Ether Lighting ist ein ganz cooles Feature. Ich persönlich finde es ein bisschen zu viel Spielerei mit diesen Farben. Klar, man kann viel erkennen. Ich sehe das aber eher als Vorteil, wenn ich wirklich große Umgebung habe. Wenn ich jetzt einen ganzen Serverschrank oder einen ganzen Netzwerkschrank voll mit so Switchen habe und dann ganz genau rausfinden muss, okay, welcher Port geht jetzt von wo nach wo, dann ist dieses Feature super geeignet. Für, ich sag mal, Heimanwender finde ich es ein bisschen Spielerei, aber irgendwie ganz cool, dass Unify das auch integriert hat. Was mir beim Handling mit dem USW Pro noch aufgefallen ist, dass er doch ziemlich lange braucht, bis er dann wirklich hochgefahren ist, bis er dann funktioniert. Aber wenn er dann einmal läuft, dann läuft er sozusagen. Aber wenn ihr auch Änderungen habt, zum Beispiel wenn ihr Ethernet oder Ether Lighting ändern wollt, dann kann das sogar auch schon mal bis zu 2-3 Minuten dauern, bis der Switch dann wirklich wieder in dem Sinne funktionsfähig ist oder da auch das entsprechend funktioniert. Da würde ich mir wünschen, dass da Unify einfach auch ein bisschen mehr Performance auch in diesen, ich sag mal, Änderungs-Wartungszyklen einbauen würde, weil wir reden ja hier von einem Pro Max, also auch von einem Switch, der jetzt nicht quasi Standardklasse ist. Also da würde ich mir das an dieser Stelle auch noch wünschen.
Alle Unify-Produkte, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, habe ich euch unten in der Videobeschreibung entsprechend nochmal verlinkt. Den Pro Max gibt es ja auch in der 16-Port-Variante, in der 24-Port-Variante und in der 48-Port-Variante. Wenn ihr unten über die entsprechenden Links bestellt, bekomme ich dazu eine kleine Provision und ihr unterstützt damit meinen Kanal. An dieser Stelle schon mal vorab vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch zwei Service-Hinweise für euch. Zum einen würde ich mich mega freuen, wenn ihr einmal meinem Instagram-Kanal folgen würdet. Da gibt es immer so ein bisschen Behind-the-Scenes-Footage, was ich gerade so mache, was vielleicht als nächstes auf dem Tisch steht. Also da habt ihr wirklich schon einen großen Überblick und seid dann schon ein bisschen früher mit dabei und seht auch abseits von YouTube, was bei mir hier alles so abgeht. Also da würde ich mich mega freuen, wenn ihr dabei wärt. Einfach unten auf den Link klicken und dann könnt ihr mir auf Instagram gerne folgen. Service-Hinweis Nummer 2 ist mein Discord-Server. Da entsteht gerade eine tolle Community, die wirklich spannende Fragen stellt, die wir dann gemeinsam gerne beantworten können. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach beitreten würdet. Da geht es zum Beispiel um Themen wie Unify oder auch wie Tibber oder weitere Smart Home Themen. Da könnt ihr gerne beitreten. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video zum Unify USW Pro Max gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert und natürlich die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.